Matthias, wir sprechen über den 2. März 2008, einen Tag, der dein Leben verändert hat. Der Sturz in Kvitfjell, eben wo dann letztendlich dein Unterschenkel amputiert werden musste. Du hast diesen Sturz in voller Länge bewusst noch nie gesehen. Deshalb werden wir das heute auch nicht zeigen, diese Bilder. Aber mit welchem Gefühl denkst du denn an diesen Tag zurück? Ich denke eigentlich relativ oft zurück, aber jetzt gar nicht mit Wehmut oder mit sehr negativen Gedanken, sondern immer wieder mit sehr viel Dankbarkeit, in ehrlich wahr bin, weil ich sehr froh bin, dass ich so davongekommen bin im Endeffekt. Was bekannt ist, ist natürlich der Sturz, die ganzen Umstände, was zusammengespielt sind. Aber was eigentlich wenig bekannt gewesen ist, dass schlussendlich ja gar nicht mehr um einen Unterschenkel gegangen ist, ob der zum Retten ist oder nicht, sondern ob ich das Ganze überlebe. Mhm. Und meine Frau ist da sehr lang bei mir im Bett gewesen und man hat ihr gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich wach werde, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkennen werde, weil sie glaubt haben, ich habe einen Schlaganfall noch gehabt, ich habe multiples Organversagen gehabt und im Endeffekt ist gegangen, überlebe ich das überhaupt. Und darum bin ich immer wieder sehr dankbar, dass mir wirklich heute so gut geht. Und mir geht's gut. Und, es sind ja eben auch Matthias, sind da auch Fehler passiert von der Versorgung, vom Abtransport? Es gab da auch ein Schiedsgericht. Bist du zufrieden, wie das Ganze aufarbeitet wurde und du auch entschädigt wurdest? Um das ist mir da nie gegangen. Also das war im Endeffekt auf das zurückgekommen, war so gut wie nichts. Um das ist nie gegangen, sondern gegangen ist um das Ganze, wie es entstanden ist, die ganze Rettungskette, dass kein Hubschrauber da war, wie einfach das ganze Thema einfach ja, nie richtig so im Fokus gewesen ist. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, dass dieses Sicherheitsthema einfach in den Köpfen sensibilisiert worden ist, bei den Verantwortlichen, dass das einfach immer wieder passieren kann, dass da ein großer Fokus drauf sein muss und dass es nicht irgendeine Randerscheinung ist. Das war eigentlich das Ziel und ich glaube, es hat die Jahre danach oder generell beim Thema schon einen gewissen Push gegeben. Natürlich kann es immer besser und mehr sein. Man darf den Fokus drauf nie verlieren, weil die Sicherheit der Läufer, der Athletinnen und Athleten ist einfach das Wichtigste. Und darum muss man einfach als Läufer oder Läuferin, wenn man am Start steht, muss man die Gewissheit haben, ich fokussiere mich jetzt am Lauf, ich kann jetzt alles 100% geben und das rundherum, falls irgendwas ist, über das darf man keine Gedanken machen. Zum Beispiel, ob jetzt dieses Netz oder Absperrband, ob das auch wirklich verankert ist und richtig hält, ob irgendwo ein Arzt in der Nähe ist oder Hubschrauber startbereit ist, über das kann ich als Läufer keine Gedanken machen. Das muss einfach, da muss man einfach 100% davon überzeugt sein, dass das alles funktioniert. Und ich glaube, zu diesem Thema hat es schon etwas beigetragen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Matthias, wenn man sich heute so die Bilder anschaut auf deinem Instagram-Account oder auch so, du bist viel mit dem Motorrad unterwegs, du bist unglaublich sportlich. Wie ist denn der Alltag mit der Prothese? Ja, ich merke es natürlich jeden Tag in der Früh beim Aufstehen, dass ich ja, einfach dieses Handicap habe. Es war von Anfang an von mir. Ich habe viele Dinge nicht mehr machen, aber dem trauert die nicht nach. Ich fokussiere mich auf das, was ich machen kann. Ich kann sehr viel machen. Aber ich muss mich halt ein bisschen adaptieren, anpassen, Motorrad fahren. Das war eines von meinen ersten Ziele wieder, dass ich das machen kann. Und ja, mein Motorrad ist umgebaut, ich habe eine spezielle Prothese. Ich bin da einfach viel unterwegs. Ich war sicher einer von den ersten Sportlern, ja, der was sich wirklich dazu bekannt hat, dass ich mit Freude E-Biken tue. Das ist für mich einfach eine Hilfe gewesen. Ich komme jetzt wieder auf den Berg rauf, habe hinten im Hänger meine Tochter drin, komme wieder auf die Berge. Ich baue mir und mache mir halt die Sachen, was ich machen will. Und das funktioniert. Ich kann sehr viel machen, aber nicht so oft und nicht so lange wie früher. Und auf das stelle ich mich halt ein und so versuche ich halt das Ganze bestmöglich zu machen. Aber ja, es geht halt nicht immer und mit dem muss man halt auch irgendwie umgehen lernen. Matthias, wir freuen uns sehr, dass du uns heute besucht hast und uns erzählt hast, was sich bei dir so tut in deinem Leben. Vielen, vielen Dank und nochmal einen großen Applaus für Matthias Lanzinger. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.